Willkommen zurück beim Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, wie wir mehrere Schnittstellen in eine Klasse implementieren und dabei eventuelle Namenskonflikte auflösen. Was wir jetzt machen, ist uns anschauen, wie man Interfaces auch noch voneinander ableiten kann. Und dazu gehe ich erstmal in den Ursprungszustand zurück. Wir nehmen erstmal diesen Code, den wir letztes Mal geschrieben haben, weg. Und ich sage hier eben, das ist Tue etwas 1 und Tue etwas 2, je nach Schnittstelle. Und was wir eben auch machen können, ist, dass wir hier beispielsweise eine Schnittstelle 3 bilden und dann von beliebig vielen anderen Interfaces erben. Das heißt, ich könnte hier angeben, ich möchte Tue etwas von Schnittstelle 1 haben. Und wenn ich auch noch von Schnittstelle 2 erben möchte, kann ich das ebenfalls tun. Was passiert hier? Hier werden eben die Vorgaben für APIs, die schon in Schnittstelle 1 definiert sind und Schnittstelle 2 definiert sind, mit in Schnittstelle 3 aufgenommen. Ganz normal, wie wir es auch von der normalen Vererbung können. Also letztendlich, wenn man es ein bisschen salopp ausdrückt, steht hier jetzt auch Tue etwas 1 drin und Tue etwas 2 und dann eben noch, wenn ich meine eigene Sache hinzufüge, Tue etwas 3. Und anstatt eben das hier explizit mit aufzunehmen, schreibe ich eben, dass ich von dieser Schnittstelle 1 und dieser Schnittstelle 2 erben möchte und nehme das weg. Ich bekomme die selben Mitglieder eben in Schnittstelle 3 vererbt. Ja, auch hier wird es dann interessant, wenn wir eben von Schnittstelle 3 jetzt erben möchten in dieser Klasse oder beziehungsweise Schnittstelle 3 implementieren, wäre der richtige Ausdruck, dann sehen wir, dass wir jetzt eben alle drei Mitglieder, die hier definiert sind, auf Schnittstelle 3, 2 und 1 eben implementieren müssen. Ganz normal, wie wir das kennen. Also hier würden wir dann eben den Code für Tue etwas 3 und so weiter reinschreiben. Also wir sehen, wir müssen, wenn wir von einer wenn wir eine Schnittstelle implementieren, die von anderen Schnittstellen ableitet, von beliebig vielen, müssen wir diese hier hinten nicht auch nochmal explizit implementieren. Wir könnten das aber angeben, rein theoretisch. Wie mein Code-Unterstützungstool zeigt, ist es aber nicht notwendig. Man sieht aber diese Sachen teilweise im .NET-Framework, deswegen möchte ich Sie darauf schon mal vorwarnen. Ja, also man sieht hier, wie bekannt implementieren wir diese Sachen einfach ganz normal. Was passiert allerdings, wenn wir hier, wie im letzten Beispiel schon angezeigt, ebenfalls Namenskonflikte haben? Wir sehen, der Compiler macht hier erstmal keinen Fehler. Er sagt zwar, Vorsicht, wir verdecken diese Tue-etwas-Funktion aus den beiden oberen Schnittstellen, weil wir eben genauso heißen und von ihnen ableiten. Aber prinzipiell ist das erstmal kein Fehler. Wenn wir das auflösen möchten, reicht das, wenn wir quasi hier diese Tue-etwas-Funktion implementieren. Mal an, dass wir das eben von 3 haben. Was wir aber durchaus machen können, ist auch noch, das war natürlich ein Fehler, dieses Public, dass ich hier sage, Schnittstelle 1 tue etwas, dass ich dieses explizit implementiere und wenn ich eben dann meine Beispielklasse instanziere und über Schnittstelle 1 anspreche, und dann hier tatsächlich Tue etwas aufruft, das ist natürlich interessant. Wo landen wir jetzt? Wir landen natürlich in dieser expliziten Implementierung.
Wir sehen aber, in diesem Fall war es eigentlich nicht notwendig, dass wir das hier machen. Der Code kompiliert auch so, wie wir sehen. Wir landen dann eben in der verdeckten Methode von Schnittstelle 3, wenn wir es nicht explizit angeben. Warum ist das so? Weil hier letztendlich bloß Members vorgegeben werden. Wir sehen hier schon, dass wir hier eigentlich das sogenannte New Keyword noch mit angeben sollten, damit wir merken, dass wir eben diese Sachen hier verdecken. Also New hat jetzt hier nichts mit Objekt instanzieren zu tun, sondern mit diesem New Modifizierer, das ist hier wirklich kein Operator, sondern ein Modifizierer, drücke ich aus, dass ich also Methoden aus den Schnittstellen, von denen ich erbe, verdecke. Das kann man auch bei Klassen übrigens anwenden, wenn man eben eine Methode beispielsweise oder eine Eigenschaft aus der Basisklasse verdecken möchte. Sollte man aber ehrlich gesagt nicht machen. Also dieses konstruierte Beispiel hier sollten Sie tunlichst in Ihrem eigenen Code vermeiden. Auch ist es nicht üblich, dass man eben von Schnittstellen großartig ableitet, also dass man quasi im Abstraktionsbereich eine Vererbungshierarchie letztendlich herstellt zwischen Schnittstellen. Das würde ich Ihnen so nicht empfehlen. Man sieht es an ein paar Beispielen, auch im .NET-Framework, vor allen Dingen bei Collections, wo es dann Sinn macht, dass das so gewählt wurde. Normalerweise benutzt man aber eben genau eine Schnittstelle, die gibt eine gewisse API vor und diese Schnittstelle wird dann genau von einer Klasse implementiert oder von mehreren Klassen eben, je nachdem. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben gesehen, dass wir eben nicht nur mehrere Interfaces in eine Klasse implementieren können, sondern auch Interfaces voneinander ableiten können, beliebig viele. Also wir haben ja nicht die Restriktion, dass wir nur von einer Klasse erben können, wie bei Klassen das eben üblich ist. Und prinzipiell sollten Sie aber diese Konstruktionen vermeiden. Das war so die Quintessenz, die wir haben. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und nachdem wir jetzt dieses Video abgeschlossen haben, haben wir auch den großen Block der Grundlagen für die Vererbung abgeschlossen. Wir machen jetzt erstmal mit anderen Themen weiter, die sich auch mit, wo teilweise die Vererbung mit eingesetzt wird, aber auch schon die übrigen Grundlagenthemen wie Kapselung oder alles zu den Klassen, die wir bereits besprochen haben. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.